So, liebe HTL und HTLerinnen, heute geht es darum, wie man den Modellen die 3D-Modelle zuweisen im Layout. Also es sind ja nicht immer alle Packages schon in 3D vorhanden, außer die, die in der Standardbibliothek sind. Und somit haben wir immer das Problem, dass Bauteile fehlen. Wie schaut das bei unserer Aufgabenstellung aus? Wir haben diese Teile bereits auf unserem Board. Nicht in der Bibliothek war dieser Elko, da ist ein blauer Block. Und die Lötnägel fehlen uns. Weiter sehen wir da einen Fehler im Prinzip in der Bibliothek. Die Leuchtdiode ist viel zu tief montiert. Leuchtdioden sollten ja einen Abstand von 2-3 mm haben. Das heißt, wir müssen auch die Leuchtdiode irgendwie höher montieren. Und somit müssen wir vorhandenes 3D-Package quasi ändern. Schauen wir uns an, wie das am besten funktioniert. Das Entscheidende ist, die 3D-Packages stehen alle in die Libraries. Das heißt, in der Library ist immer ein Link in die Cloud, wo das Package ist. Wir haben alle Libraries bereits managed gemacht, also alle Libraries sind bereits hochgeladen. Man sieht da, der Ordner hat so ein Mandal oder was das immer ist. Und das heißt, es ist eine Managed Library, eine Library, die die Möglichkeit bietet, 3D-Modelle zuzuweisen. Das erste, was ich mache, ich werde jetzt den klassischen Schritt gehen, ich werde die Bibliothek aufmachen und werde in dieser geöffneten Bibliothek 3D-Modelle hinzufügen. Das mache ich am besten mit unserer Bibliothek, wo wir die Lötnägel drinnen haben. Und die Lötnägel, die haben wir in der Solpad Library drinnen. Da drinnen haben wir quasi unsere Lötstützpunkte gehabt. Das waren diese Lötnägel, die wir da haben. Ich mache die Bibliothek einmal auf, ich schaue, ob das die richtige ist. Ja, ist die richtige. Also das waren unsere Buchsen und Stecker. Und wir erinnern uns, da hinten diese Angabe 08, 10, 13, das heißt mit 0,8 mm Durchmesser, mit 1 mm Durchmesser und 1,3 mm Durchmesser. In meinem Board verbaut habe ich diese Lötnägel. Ich könnte also da auch nachschauen, was die für Dimensionen haben. Dazu muss ich mal die Origins zuerst einblenden. Also ich könnte rechte Maustaste Eigenschaften machen. Dann weiß ich, das ist ein 1,3 mm Lötstützpunkt. Gut, zurück zur Bibliothek. Dort muss ich ja das Ganze ändern oder hinzufügen. Schauen wir, wie das am besten funktioniert. Erster Schritt, ich muss die Bibliothek mit einem Doppelklick öffnen, habe ich schon gemacht. Zweiter Schritt, ich weise jetzt dem LSB13 einfach ein 3D-Package zu. Da steht 3D-Package. Übrigens, zu dieser Ansicht kommt man, wenn man auf dieses Inhaltsverzeichnis klickt. Sollte es anders ausschauen, Inhaltsverzeichnis klicken, dann Doppelklick auf das Bauteil, welches ich quasi ersetzen oder besser machen will. Dann kommt der Package Generator, das spielt sich alles in der Cloud ab. Das ist eine komplette Cloud Engine, also die Rechenleistung selbst ist auch ausgelagert. Man hat am Rechner eigentlich nur Up-Download-Geschwindigkeiten, die stattfinden. So, wenn das Bauteil nicht zugewiesen ist und wenn es mir gehört, dann habe ich da oben drei Button, die wichtig sind. Upload Step, damit kann ich eine vorhandene Step-Datei hochladen. Step-Dateien ist ein 3D-Modell vom Bauteil, liefert der Lieferant bzw. findet man im Netz oder man zeichnet es einfach mit Fusion oder irgendeinem Programm selber. Generate Model, das ist eine super Sache, damit wird uns ermöglicht, dass wir in diesen Fenster drinnen selber ein Modell generieren. Ich zeige das noch an beim Elektrolytkondensator her. Und Add Model heißt, bereits fertige Modelle, die ich habe oder die Autodesk zur Verfügung stellt, kann man dann mit einem Tastenklick einfügen. Bei dem Lötnagel mache ich die klassische Methode Upload Step. Setzt voraus, dass ich eine Step-Datei von dem Bauteil habe. Schauen wir, wo das ist. Upload Step, geht ein Fenster auf und jetzt ist bei uns in der Schule so organisiert, dass wir unter FTKL, euer Name, unter MCAD für, das ist eine Maschinenbaugeschichte, unter Step alle Modelle in Kategorien zugewiesen haben. Das heißt, da drin findet man einen Großteil der Bauteile, die in der HTL gezeichnet worden sind. Die sind urheberrechtsfrei, die verteilen wir, die dürft ihr auch verwenden nach der Schule. Ich brauche jetzt den Lötnagel. Der Lötnagel selber ist ein Connector, ein Stecker. Da gehe ich rein und da kommen schon mehrere Buchsen und Stecker, die wir haben in der Schule. Und wichtig, Solder Pin ist das englische Wort für den Lötnagel.
und die Angabe 10111213 ist der Durchmesser. Das heißt, ich brauche den 13er, das steht immer da oben, kann ich nachlesen, LSB 13, dann brauche ich da auch den 13er. Doppelklick, die Step-Datei wird hochgeladen in die Cloud, wird dort konvertiert auf das interne Format von Fusion bzw. Eagle und wird mir dann in der Voransicht hergestellt. Das ist eine ganz super Geschichte, weil ich kann jedes Modell von jedem Hersteller prinzipiell darauf laden. Was mir als Arbeit bleibt, was mir sonst nicht abgenommen werden kann, ist der Nullpunkt. Das heißt, ich muss ja das Bauteil zentrieren auf der Platine. Es muss ja genau dorthin, wo das Loch ist. Und dazu hat sich Autodesk folgende Methode überlegt. Wir haben einen blauen Pfeil, einen roten Pfeil und wir haben einen grünen Pfeil. Den sehe ich von der anderen Seite. Da ist er. Und jeder der Pfeile ist eine Achse X, Y, Z. Das heißt, nehme ich den blauen, habe ich die Z-Achse, kann das Bauteil in die Höhe schieben. Nehme ich den grünen her, das ist die Y-Achse, kann es in der Achse schieben. Und nehme ich den roten her, dann schiebe ich es in der X-Achse. Wichtig ist, das Bauteil muss natürlich auf der Platine aufsitzen. Dazu drehen wir die Platten seitlich, vergrößert das vielleicht. Und jetzt sehe ich schon, da ist ein bisschen Abstand noch, also nehme ich den blauen Pfeil und tue das runter, bis die Platinenfläche quasi berührt wird. Ja, das ist auf einen Millimeter, also auf einen Zehntelmillimeter nicht genau. Und stelle den Lötnagel jetzt genau hin. Jetzt schaut er unten natürlich auch ein Stück raus. Oben passt er. Ich kann das vergrößern, verkleinern. Das ist mein Lötnagel. Eigentlich bin ich schon fertig. Ich brauche nur mehr sagen, okay. Und der Lötnagel ist jetzt zugewiesen und abgespeichert. Haut hin. Noch ein OK, kommt noch ein Feld, da kann man Informationen eintragen, da ist Create in Eagle gestanden. Ich lasse das meistens so, aber man kann natürlich irgendeine Information hinschreiben. So, in dem Moment hat unser Lötstützpunkt ein zugewiesenes Gehäuse. Nächster Schritt ist, und das ist auch wieder wichtig, ich speichere ab und kriege dann die Meldung, aufpassen, du hast eine Managed Library, die hat lokale Änderungen gegenüber der Cloud. Okay, dann muss ich, und das ist ein wichtiger Schritt, Bibliothek neue Version erzeugen. Das ist ein Versionierungssystem dahinter, man könnte immer zurück. Neue Version erzeugen heißt nichts anderes, dass er die Bibliothek jetzt von der Cloud synchronisiert mit dem lokalen Desktop oder mit dem lokalen Speicherort entsprechend. Wenn es synchron ist, sind die Sternl weg, die man vorher gesehen hat. Wenn es nicht synchron ist, sind da Sternl. Jetzt ist so, dass der Lötstützpunkt 13 da bereits in der Vorschau das Thumbnail hat, das heißt, ich sehe schon den zugewiesenen Solderpad und somit ist die Bibliothek ab jetzt 3D-fähig und fertig. Ich brauche bei den nächsten Projekten gar nichts tun, nur verwenden. So, gespeichert habe ich es, muss ich, dann gehe ich zurück zum Layout, das mache ich diesmal so. Und jetzt weiß mein Layout aber nicht, dass es eine neue Bibliothek gibt. Woher denn auch? Ich habe die Bibliothek zwar geändert, aber ich habe sie nicht zugewiesen. Und jetzt folgt wieder ein wesentlicher Schritt. Ich klicke auf Bibliothek und sage alles aktualisieren. Erst wenn ich die neue Bibliothek meinem Projekt zuweise, erst dann kann er das 3D-Package übernehmen. Anders geht es nicht. Also ist der letzte und wichtige Schritt, alles aktualisieren. Ja. Ja. Dann schreibt er hin, das wurde verändert. Ja klar, ich habe ja ein 3D-Package zugewiesen. Und jetzt kann ich eine Vorschau machen. Ich gehe hin und er schreibt mir hin, nicht synchron. Das heißt, hey, du hast was geändert, es ist nicht mehr synchron mit der Cloud. Also Push to Fusion. Auffällig ist, wir haben jetzt keine Rufzeichen mehr bei den Lötstützpunkten, die haben wir vorher gehabt. Ich sage einfach Push, das dauert erfahrungsgemäß ein bisschen, weil natürlich jetzt 3D-Modelle in der Cloud gerechnet werden müssen. Aber diese Wartezeit kann man auch verkürzen, indem man da auf Minimieren geht. Dann kann man inzwischen was anderes machen oder man wechselt gleich einmal zum Cloud-Speicher, der ist eh da herum. Und wenn er hochgeladen ist, wird es hier eine neue Version geben. Und mit der neuen Version kann ich mir dann anschauen, was passiert ist. So, ich schaue jetzt nochmal kurz zurück. Er sagt, es ist fertig, super. Gehe auf Schließen. Und gehe zurück und jetzt hier, wenn ich draufklicke, überprüft, ob es was Neues gibt. Und er wird sagen, ja, da gibt es die V6.
Ihr könnt jederzeit zurück bis zur V1, ist ein total cooles System, weil man immer die Änderungen sichtbar machen kann. Man kann auch zwei Modelle vergleichen, auch das ist vorgesehen. Und was auch total cool ist, man kann dieses Modell exportieren in vielen Formaten, wie es ist. So, wir sehen, wir haben jetzt Lötnägel dazu gekriegt, da sind unsere vier Lötnägel drauf. Und diese vier Lötnägel sind jetzt für immer in die Bibliotheken im 3D-Bereich gespeichert. Diese Methode mit Upload Step ist eigentlich die am meist verwendete, wenn man ein Modell vom Hersteller hat oder wenn man es in der Schule gemacht hat. So, die nächste Art zeige ich gleich mit dem Elko her, aber dazu gibt es dann einen eigenen Filmnamen.